Hallo und herzlich willkommen, ich freue mich auf meinem Kanal. Ich begrüße euch recht herzlich zur weiteren Runde Wolf-Transporte. Ja, ich hoffe, euch geht's allen gut. Ihr seid alle gut drauf und habt bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und wir sind zurück in Dänemark, meine lieben Sportsfreunde. Immer noch auf dem Weg hier nach Bremerhaven. Wir haben volle Fahrzeit. In 8 Stunden sind wir unten. Und dann werden wir schauen, wie wir da die Rückladung organisieren. Wie ich auf der Fähre war, habe ich nämlich einen Anruf gekriegt von meinem Geschäftspartner, von Herbert, dass ich bei der Krone, da die Chance, dass ich zur Krone komme. Dann kommt andere Pläne auf, Beschriftung auf, und der Leute was organisieren, dass man dabei und der Krone weg ein paar Auflieger zustellen können. Damit haben wir zumindest mal was zum Daumen. Grüße gehen natürlich raus an meine Sportsfreunde, an die Großen und die Kleinen, an die neu dazugekommenen und die Veteranen. Schön, dass ihr hier den Weg zu mir in die Wolf-Transporte gefunden habt. Und ich hoffe, ich kann euch ein bisschen mit diesem Let's Play unterhalten. Genauso wie Grüße rausgehend an meinen Abonnenten, an den lieben Sabius, Ehrenhupper geht raus, genauso wie an den lieben Mike, geht auch Ehrenhupper raus, und natürlich auch an meine YouTube-Kollegen in erster Linie, das kennt ihr ja schon, an meinen Freund, Mentor hier auf YouTube, der Meister der Classic Trucks, an Traka Andal, an den Mann, der was mir viele Mods ein bisschen schon empfohlen hat in seinen Let's Plays, an JJ on Tour, der Hermann M. ist natürlich auch dabei, genauso wie der Micha von der ETL auf Achse, der Maisi on the Road, der Stefan on the Road, der Harry Diogen, die virtuellen Trucker Stories, der liebe Badora, die Spieldanne und die ganzen anderen lieben Kollegen, die was hier bei mir verlinkt sind. Schaut mal bei einer vorbei, hinterlasst einen Daumen nach oben, ein nettes Kommentar, und wenn es geht, meine lieben Sportsfreunde, schaut die Videos von Anfang bis zum Ende an. Warum und wieso? Weil uns dies nämlich hier auf YouTube im Algorithmus nämlich auf alle drei Punkten nämlich helfen würde, damit dass man nämlich hier ein bisschen besser gerankt werden. Und wer natürlich Lust und Laune hat, der kann mich natürlich gerne auch abonnieren, die Glocke hier aktivieren, so dass wenn es hier auf meinem Kanal mit etwas Neuem weitergeht, nichts mehr Neues versammelt wird. So. Verschalten, aber macht er nichts. Wir müssen ein bisschen drehen kommen. Ich habe eine Frage von Micha. Ich habe sein Video geschaut, dass die Euronet Map gefixt worden ist. Also, wer vorn Mr. German Nitraka die Euronet Map hochgeladen hat, der sollte sich bitte nur mehr hochladen, weil jetzt die gefixte Version ist. Wollte ich gerade die Information weitergeben. Und ja, ich will gerade überlegen, ich habe an Micha sein Video gesehen, das ist nämlich das gewesen, was er der ist, glaube ich, um Köln, glaube ich, ist er immer unterwegs. Der von Köln, er ist in Deutschland unterwegs. Hermi ist in Österreich unterwegs, der ist Richtung Bischofshofen unterwegs gefahren. Kurze Tour mit einem offenen Trailer, weil der Arbeiter krank geworden ist. Da muss ich sagen, nur auf Holz klopfen, momentan gibt es keine Krankheitsgeschichten bei mir in der Firma. Aber für das habe ich ja dann einen Herbert, der was zumindest dann, wenn eine Krankheit oder ein Urlaubsfall ist, dann das wenigstens abdecken kann. So. Immer geradeaus.
Wie gesagt, wir schauen uns das mal, dass wir in Bremerhaven, er schaut gerade, dass wir in Bremerhaven was kriegen für eben fürs Kronewerk oder in die Nähe zumindest mal des Kronewerkes. Hat mir nicht so viele Kilometer vorne. Was kann ich jetzt nur irgendwas mit den Herrn verzögern? Ja, der Maisi hat einen neuen Vorführer. Wieder einmal ein Vorführer. Also, ich möchte es einmal so gut haben als Unternehmer, dass ich die Lastwagen so wechseln kann wie Unterhosen. Aber es ist halt so, wenn man eine neue Marke in den Fuhrpark vielleicht und eventuell aufnehmen möchte, dann ist es schon gut, dass man einen Vorführer kriegt, oder zumindest einmal ein bisschen eine Probefahrt machen kann. DAF ist keine schlechte Marke. Mir war halt der DAF zu teuer, da ist immerhin erstens billiger gewesen. Sofort lieferbar, der Vorführer hier. Und erstens mehr PS. Kommt das auch noch dazu? Und ja. Schauen wir mal, wie es mit der Firma weitergeht. Aber im Moment werden wir bei den Wolftransporte bei MAN bleiben. Außer wir haben einen Kunden, der finanziert uns dann andere Marken. Aber das schauen wir mal. So weit sind wir nicht. Wir müssen jetzt erst einmal schauen, dass wir aus den roten Zahlen rauskommen. Eventuell, dass wir vielleicht einen Gebrauchten noch kaufen. Dass wir einen fünften Vorrat, dass wir zu fünft sind. Und da hole ich dann einer von. Das wäre halt dann nur ein anderer Plan. Aber jetzt schauen wir mal. Jetzt bauen wir zuerst einmal einen Damas auf. Zwei neue Zugmaschinen haben wir schon. Da hoffen wir, dass es gut geht. Der Volvo ist halt gebraucht. Da schauen wir mal, dass der noch ein paar hunderttausend Kilometer auf dem Buckel kriegt. Na, schauen wir mal, wie man so dann das vonstatten kriegt. So wäre halt jetzt der Plan für die Folge und dann für die nächsten Folgen. Dass wir schauen, dass wir Richtung Köln kommen, Richtung Krone kommen. Passt ja gut, dass wir den Krone-Auflieger hier gekauft haben, weil der Micha hat ja auch Krone-Auflieger. Und dann kommen wir das gleich in Krone-Werk. Beschriften lassen und die Plane reinhängen lassen, die sind da gut gekriegt. Ich war selber Mechaniker, ich weiß, wie scheiße dass das Thema mal ist, also vor allem die Schubplane, wenn du da nicht aufgeregt bist mit einem Deckenkran, dann hast du richtig Arbeit, dass du die Plane. Die ist nicht gerade leicht. Die Plane. Ich kenne das halt mit einem Deckenkran, da ist die Plane, steht dann neben einem Auflieger und dann tut es genauso wie da mit der Vorrangschiene. Hängst du die eins nach einer rein.
Und vor allem der Beschrieb, da muss man wahrscheinlich nicht extra nach Köln fahren. So. Aber ich sagen, machen wir mal einen schnellen Cut und lassen wir dann uns bei Bremerhaven dann wiedersehen. Bis gleich, meine lieben Sportsfreunde. So, meine lieben Sportsfreunde, Hamburg ist an uns vorbeigezogen. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Dann haben wir es gerade mal 122 Kilometer bis Nehmen Bremerhaven. Sie Ausfahrt rechts. Stunde 47, es geht ja nur kurz. Was haben wir Fahrzeit? Fahrzeit haben wir 6 Stunden, 7 Stunden, ja, knappe 8 Stunden. Da wird sie da, da werden wir da irgendwo hinten in Bremerhaven, glaube ich, stehen bleiben, wenn wir die Pause machen. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Sollten wir heute noch eine Kladung kriegen, aber 16:45 Uhr, Biegen Sie rechts ab. sagen wir mal 17 Uhr, ist es eine gute Zeit, dass man noch, dass der Herbert noch irgendwas auf sich tut. Also das macht ja nichts, machen wir früher nach Feierabend. Dann starten wir morgen frisch in den Tag. Würde jetzt mal so behaupten in meinem jugendlichen Leichtsinn. Ich werde gerade schnell was schauen mit dem Bremerhaven weg. Ja, da unten war Krone, gell? Containerterminal wäre hier. Vielleicht hat die Logistik was für uns. Schauen wir mal. Schauen wir mal, wo es sich ausgeht. Nein, Musik haben wir jetzt auch am Start. Jetzt, ich weiß nicht, ob es zu laut ist, zu leise ist. Aber der liebe Sabio, sollte man das schon reinschreiben in die Videos. Wieder mein IT-Techniker. Wie der Sound ist bei mir im Lastwagen. Da habe ich vollstes Vertrauen drauf. Da mein Ehrenhuber geht aus an die Sabios. Von den her. Sonst jetzt da nichts auf dem Laptop krimp. Schau, kann man nicht so, dass eine E-Mail bis jetzt gekommen ist. Müssen wir mal uns selber mal schnell dann in der Fachbörse nachschauen. Ob wir irgendwas haben, dass wir uns da gleich ummelden. Was ist? Was war jetzt deine Mission? Gib Gas, Junge, gib Gas davon.
Dann haben wir die Ausfahrt vom Aussee. Ja, jetzt sind wir ja schon da. Schau, 16 Kilometer noch. Hervorragend. Jetzt haben wir die Vorzeit. Ah, schaut, geht's ja. Wunderbärchen aus. Wunderbärchen. Jetzt Lust auf die Gummibärenbande. Aufs Intro. Ein Wunderbärchen, die singen. Gummibären hüpfen hier und dort und überall. So, jetzt habe ich keinen Ohrwurm rein. Ja, das ist schade, dass bei YouTube das da nicht. Links halten. Ah, warte, da schon einer. Ah, gehen wir mal so um, meine lieben Sportsfreunde. Dann würde ich sagen, bis gleich. So, meine lieben Sportsfreunde, das nehme ich jetzt dazu. Also, Rückladung haben wir jetzt für heute keine. Ah, schauen wir mal. Ein kleiner Hof, Dagmar. Das Dagmar. Richtig. Ist jetzt da vorwärts oder rückwärts? Fragen, immer Fragen, gell? Dann stellen wir mal aus, gehen wir mal schauen. So. Da waren wir mal zwei. Ah, okay, der ist nicht da. Ich probiere es jetzt mal vorwärts. Ich probiere es jetzt einfach mal vorwärts. Und da müssen wir schauen, was Sache ist. Aber ich wollte dich jetzt das nicht vorenthalten. Tatsache, ich muss da rückwärts. Ja, okay. Aber macht nichts. Siehst du? Ich hab mir's ja fast gedacht, gell? Ich hab mir's ja fast gedacht, dass ich da rückwärts hin muss. Oh. Fast hätte es gescheppert. Fast hätte es gescheppert. Ah, da geht's jetzt. Da geht's auch. So. Ah, ich lieb die engen Höfe. Ich sag's nicht ganz ehrlich, wie es ist. Jetzt ist es eng, dass das dazu geht. Und die heute hab ich's. So, da ist er. Jetzt sieh ich ihn. Mit.
Jetzt nehmen wir ihn. Jetzt ziehen wir ihn hinten. Aber es ist auch im Real Life, sagen wir mal so. Man hat nicht überall so viel Platz. Vor allem bei kleinen Filmen. So. Also ja, besser, man schaut aus dem Fenster aus. Ich weiß, dass da neben mir Platz ist, weil so viel kann ich schon schätzen. So. Dann gehen wir mal abladen, meine lieben Sportsfreunde, und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, meine lieben Sportsfreunde, jetzt sind wir hier mit dazu. Wir haben hier eine Rückladung doch noch gekriegt. Und zwar Elektronik. Weil ich mich gefragt habe, ob ich hier stehen bleiben kann. Und dann haben sie gesagt, ob sie in der Nacht dann laden können. Dann habe ich gesagt, von mir aus passt gut. Wie ist das? Wurscht, ich kann schlafen haben, wenn sie es laden. Soll ich hinten auflassen? Jetzt habe ich mir in Fähre die Papiere geholt. Vorzeit 1 Minute, das passt. Wir fahren nach Osnabrück mit Elektronikware, also Fernseher, Radio, Mixer, das ganze Sortiment. 9 Tonnen. Lassen wir die Achsen auf. Bitte rechts halten. 205 Kilometer. Und dann werden wir dann leer umgefahren auf ins Kronewerk. Ich habe jetzt gerade einen Ortsnamen vergessen. Aber es ist ja, wo es Kronewerk ist. So, machen wir mal ein bisschen Musi. So. Passt gut mit dem Transportunternehmen. Da habe ich mich ein bisschen unterhalten, du gehst dann am Abend mit den Arbeiter. Mal schauen, vielleicht, dass wir da irgendwie auch ein bisschen reinkommen. Wir sind unten im Westbalkan ziemlich gut vertreten. Oder zumindest sind unten vertreten. Müssen wir nochmal mit dem Herbert drin. Ob wir ein bisschen mit dem Preis runtergehen können, dass wir da bei einer reinkommen. Was ist jetzt so? Wir müssen halt am Existenz. Wir müssen halt jetzt momentan schauen, Kunden schauen. Mal wieder meine ganzen Verträge durchgehen, schauen mal, wo wir was ausgeholt haben. So, ich hoffe, dass Busi nicht zu laut ist, Fink. Dann machen wir die Tour noch fertig. Haben wir auch schon lange nicht mehr gehabt, zwei Touren in einer Folge, oder? Aber es passt ja ganz gut. Kriegen wir 500, was habe ich gesagt, 557 Euro, kriegen wir zwar gerade dafür, aber Kleinvieh macht ja angeblich auch Mist, meine Sportsfreunde. Das ist ja das. Und jetzt braucht man jetzt gerade noch von den anderen drei, müssen jetzt halt nur ein iPhone, 1400 Euro, müssen zusammen ein iPhone, dann war zumindest mal der Kredit, die Kreditrate für heute drinnen. Das passt halt.
Oha. Jetzt mir kurz schnell schauen. Ich hab's jetzt, ich seh's jetzt da einfach mal nichts, gell? Ich hab's jetzt genau gesehen, die Polizei hat mir jetzt da vorbeigelassen. Mach ich zwar jetzt nicht gern, aber. Wenn wir ein bisschen mehr. Wenn wir noch ein bisschen Zeit über hätten, dann war ich den Umweg gefahren. Das kennt ihr mir. Das kennt ihr mir. Ich hab's gern realistisch. Aber da ist jetzt ein realistischer Polizist da gestanden, der hat mich vorbeigelassen. Ja, ich glaube nicht, dass es so schlecht geht. Wir werden jetzt nachher da das Wochenende nicht daheim stehen. Dann werden wir schauen, dass wir vielleicht. Ich weiß nicht, wie lange das die am Donnerstag für die Beschriftung eben brauchen. Wie lange sie dann für die Beschriftung eben brauchen, und nachher werden wir schauen, dass wir vielleicht Richtung England, Norwegen, Schweden da aufkommen. Kriegen wir überhaupt eine Ladung von der Krone, können wir da irgendwie Ladungen oder Auflieger überstehen? Das sehen wir in der nächsten Folge. Das würde dann schon so passen. Seid ihr dabei bei den letzten 38 Kilometer für die Folge? Die Ausfahrt rechts. Demnächst links abbiegen. Jetzt ist ganz eine entspannte, chillige Musik für Donnerstag früh 6 Uhr 55. Biege nach links ab. Der tut, dass man ihm zum Euro gut ist, fahren wir ihm da auch noch einen guten Standpunkt, weil wir ja Hauptfrechter sind. Vielleicht können wir ja vom Euro gut ist und einen Auflieger gestellt oder können wir ihn auch noch kaufen. Ich habe gesagt, wir brauchen jetzt nur einen Auflieger. Jetzt haben wir zwei Plane, aber einen Kühler haben wir. Für Innsbruck hoffentlich passend, dass die laufen. Ja, Osnabrück. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen.
Dann macht man doch Geld da. Nimm diese Ausfahrt. So, meine lieben Sportsfreunde, das war's aber für diese sportliche Folge. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gehabt beim Zuschauen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, über seine andere Kommentar würde ich mich natürlich auch freuen. Wer Lust und Laune hat, der kann mich gerne abonnieren, die Glocke hier aktivieren, so dass, wenn es hier aus den Wolftransporte weitergeht, nichts mehr Neues versammelt wird. Und dann wünsche ich dir bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin, je nachdem, wann du dir hier dieses Video schaust. Und vergesst mal meinen Leitspruch nicht: Respekt kämpfen, Wort respektieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen und vor allem meinem Sportsfreunde, die ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund, bis zum nächsten Mal, euer HB. Servus!